Hallo und herzlich willkommen auf MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Heute sind wir mal wieder mit einem Unboxing am Start, und zwar von einem Hidden-Side-Set, der 70435 Newburys verlassenes Gefängnis. So, das Set hat 400 Teile und wir wollen mal schauen, was so drin steckt. Ich habe es mir gekauft, weil ich fand die Teile ganz interessant und es war gerade günstig vor meiner Nase. Da habe ich gedacht, schlagen wir mal zu. Und dann war es sogar noch ein Teil von einem großen Alternative-Build, was ich anstrebe zu bauen demnächst. Und dann habe ich gedacht, schlagen wir zu, kaufen wir es jetzt doch. Erst hatte ich gar nicht vor, es zu kaufen, denn es ist ja gar nicht interessant, so auf den ersten Blick. Hinten sieht man, was man damit machen kann. Natürlich wieder Hidden Side, wieder viel Smartphone-Gedöns, was mich gar nicht interessiert. Die vielleicht mich ein bisschen besser kennen, wissen, mit Smartphones habe ich nur genau so viel zu tun, wie ich muss, weil ich diese Telefone überhaupt gar nicht so interessant finde. Ich finde, sie lenken ab vom Wesentlichen und mit Lego bauen haben sie sowieso aus meiner Sicht nicht so wirklich viel Gutes zu tun, denn Lego bauen sollte analog sein und bleiben. So. Dennoch schauen wir mal an, was uns dieses Set zu bieten hat. Und der Karton beobachtet uns dann. So, Tüte 2, Tüte 3. Und Tüte 1. Also, wenn ich mir die Tüten schon so angucke mit den Farben, die drin sind, dann weiß ich schon, ich habe hier, glaube ich, viel richtig gemacht, weil das sind die Teile, die ich verwenden kann, die ich für Burgen verwende, für meine Mittelalter-Mocs. Das sind genau die richtigen Farben. So, Aufkleber gibt es natürlich auch wieder jede Menge, und zwar jede Menge Aufkleber, die man auch getrost weglassen kann. Das ist hier so Steinoptik und irgendwelche Gruselaugen und so. Also das kann man echt ganz entspannt weglassen. Braucht kein Mensch, kommt in meine Kiste. Ich versuche übrigens schon eine ganze Weile, meine ganzen Anleitungen Aufkleber loszuwerden. Vielleicht gibt es ja bei euch jemanden, der sich dafür interessiert. Dann gebe ich sie mit Freuden gegen einen Minimalbetrag gerne her. So. Eine Anleitung mit Smartphone. Ich bin ganz froh, dass Hidden Side tatsächlich noch Anleitungen hat. Hier nämlich auch ein Booklet. Im Gegensatz zu den City Sets, wo wir dann immer mehrere haben. Weil es könnte ja, die könnten ja die Strategen auf die Idee kommen bei Lego, dass sie jetzt Hidden Side Sets nur noch mit App-Anleitung rausgeben, wie bei Super Mario. Das wäre schlecht. So. Schauen wir mal, was uns erwartet. Und ich sehe Olive, ich sehe Dark Tan, Light Bluish Gray und Dark Bluish Gray. Alles sehr schöne Farben. Und Dark Orange hier beim kleinen Zeug. Also, damit werde ich mit Sicherheit was beim Ausschlachten anfangen können. Natürlich wird dieses Set ausgeschlachtet, völlig klar. Ich baue es jetzt einmal auf und dann wird es ausgeschlachtet. Ich sehe hier auch gerade einen Stein, den habe ich so, glaube ich, noch nicht gesehen. Einen 1x2 Technik Brick mit einem Achsloch. Ich werde nachher bei Bricklink mal reinschauen, welche dieser Teile tatsächlich denn nun alt bzw. neu sind. Alt und neu natürlich. Ja. So. Ich darf gleich Figuren bauen. Ich will immer automatisch anfangen hier mit dem Set. So dieses Figurenbauen, das vernachlässige ich total oft. Ich stürze mich gleich immer schon auf das Set. Und von diesen Figuren hier, ich habe die Namen schon wieder vergessen, wie die Typen heißen. Wie heißen sie denn gleich hier? Das ist Jack und wie heißt der andere? Rami. Rami, muss ich spontan an Nudeln denken. Ramen-Nudeln. Also von diesen Figuren habe ich schon ein paar durch die Hidden Side Sets. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Figuren immer sehr, sehr ähnlich sind. Also da ist wenig Abwechslung. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass tatsächlich vielleicht jedes Set andere Charaktere hat. Aber möglicherweise gibt es ja hinter Hidden Side irgendeine Art Story, die ich, oder wahrscheinlich gibt es die, die ich einfach bisher völlig vernachlässigt habe, die mich auch nicht interessiert. Denn dieses ganze Drumherum von Lego-Sets, macht man halt, damit es sich besser verkauft, klar. Aber ich brauche es nicht. Schön ist natürlich hier sowas wie so eine Sand Blue Hose, bedruckt. Das gefällt mir gut. Und diesen Geisterhund habe ich jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal hier. Das ist hier Geisterhündchen, das ist drin. Und hier unsere beiden Kerle hier. Kommen, glaube ich, noch mehr Figuren dazu. Also ganz nett, aber ich bezweifle, dass da irgendwie so eine Art Sammlerwert entstehen wird bei Hidden Side. Ja, bin ich ein bisschen skeptisch. So, bauen wir auf. Ich versuche mich ranzuhalten. Wenn ich ein interessantes Teil finde, dann werde ich mich melden. Also, worüber könnten wir heute reden? Was beschäftigt mich? Was beschäftigt euch? Ihr könnt mir übrigens auch mal in die Kommentare schreiben, was euch so beschäftigt, weil das sind immer ganz interessante Themen für so ein Unboxing-Video. Da kann man einfach mal über ganz andere Sachen reden. Finde ich persönlich entspannend, dass ich diese Unboxing-Videos mache. Entspannt mich. Ich weiß nicht, ob es euch entspannt. Ist jetzt in erster Linie auch nicht meine Priorität. Ich mache das hier, weil es echt
tatsächlich entspannt ist, so ein bisschen ohne großen genauen Plan zu erzählen und zu labern. Manchmal wird es auch, glaube ich, ja, wenn ich dann den Faden verliere, wird es vielleicht nicht ganz so entspannt. Also, ich habe mir überlegt, es kommt ja jetzt dann ein neues Spiel raus. Heiß erwartet von allen, zumindest allen, die in der PC-Spiele-Welt ein bisschen beheimatet sind. So gefühlt von allen, und zwar schon lange. Und jetzt rede ich ein bisschen noch um den heißen Brei herum und dann könnt ihr euch überlegen, welches PC-Spiel könnte das sein. Was würde mich so interessieren? Ich interessiere mich so für Science-Fiction, ich interessiere mich für, also wenn es um Spiele geht, nicht in der wirklichen Welt, um Verschwörungstheorien, sowas und um die Zukunft. Was könnte es sein? Was könnte rauskommen? Was die Spielerwelt gerade wirklich, wirklich beschäftigt? Ja, Cyberpunk kommt raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich über Cyberpunk schon viele Worte verloren habe. Kann ich euch nicht genau sagen, denn ich rede natürlich immer mal wieder auch über Themen, die ähnlich sind und die sich verwandt sind. Aber Cyberpunk ist heiß erwartet. Von mir auf jeden Fall. Das hat einen relativ einfachen Grund. Es gibt aus meiner Sicht das größte Spiel aller Zeiten. Das größte Computerspiel aller Zeiten. Ich bin PC-Spieler. Wir kommen nachher vielleicht noch kurz auf das Thema Konsole. Und das größte PC-Spiel aller Zeiten ist aus meiner Sicht Deus Ex 1. So, das ist schon ein bisschen älter, das heißt, die jüngeren Zuschauer unter euch werden es vielleicht gar nicht kennen. Das ist ein Spiel, das rausgekommen ist um die Jahrtausendwende, beziehungsweise im Jahr 2000. Und interessanterweise ist es noch rausgekommen vor den Anschlägen vom 11. September. Aber es beginnt quasi damit, dass ihr vor die Szenerie gestellt wird. Die Freiheitsstatue wurde durch einen Anschlag von Terroristen gefällt. Und jetzt leben wir in einer neuen Welt von Verschwörungstheorien, von verschiedenen Interessengruppen, die die Macht an sich reißen wollen. Es gibt eine globale Epidemie, beziehungsweise dafür einen Impfstoff. Das erinnert vielleicht ein bisschen an Corona. Also für die Verschwörungstheoretiker unter euch auf jeden Fall viel Stoff zum Kauen und Wiederkäuen vermutlich. Nur so viel zum Thema Verschwörungstheorien. Ich halte das für einen sehr... eine sehr sinnfreie Beschäftigung, außer man macht es vielleicht aus Jux und Dollerei. Das führt, glaube ich, nirgendwo hin. Also, auf jeden Fall ist das meiner Ansicht nach eines der größten, wenn nicht für mich persönlich das größte PC-Spiel aller Zeiten. Das war zu seiner Zeit deswegen vor allem so brillant, weil es einfach ganz verschiedene Lösungsmöglichkeiten gab. Und man konnte sich natürlich ballernd zum Ziel schießen, aber man konnte auch schleichen. Und man musste, glaube ich, nur eine einzige Person oder ein NPC, ein Computergegner oder eine Computerfigur, musste man vernichten. Ansonsten hat man das hingekriegt, ohne irgendwen umzunieten. Auf jeden Fall kommt jetzt Cyberpunk raus. Und wie man so hört, besteht eine gewisse Möglichkeit, dass es sich orientiert an dem großen Vorbild an Deus Ex. Es gab ja von Deus Ex auch noch mehr Teile. Da sind noch mehr Teile rausgekommen in den letzten Jahren, auch technisch ausgereiftere. Definitiv. Und da schlägt jetzt voll die Nostalgie rein. Die sind natürlich für die jüngeren Spieler gefühlt viel besser. Hier übrigens eine Tan-Banane. Auch interessant. Hatte ich so noch nicht. Finde ich schöner als die gelbe Banane. Ich persönlich konnte mit den Nachfolgeteilen nicht mehr so viel anfangen, habe sie aber auch, muss ich ehrlich sagen, die neueren nicht mehr gespielt. Ja. Einfach auch aus Ermangelung an Zeit und Geduld. Und irgendwie so die Atmosphäre des ersten Deus Ex wurde aus meiner Sicht nicht mehr wirklich eingefangen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich höre heute noch in meiner Playlist, und meine Playlist läuft auf Winamp, ja, ich höre keine neue oder benutze keine neuere Software. Auf meiner Winamp-Playlist höre ich tatsächlich heute immer noch einen Teil des Soundtracks von Deus Ex, weil ich ihn so cool finde. Und den mag ja für viele einfach billig klingen. Ich finde ihn genial, gefällt mir super gut. So, und jetzt kommt Cyberpunk. Jetzt kommt Cyberpunk. Und das verspricht hochinteressant zu werden. Also ich bin sehr gespannt. Diese ganzen Verschiebungsgeschichten, die interessieren mich auch gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Und worauf ich tatsächlich heute hinaus wollte, war gar nicht so sehr Cyberpunk, sondern die Frage nach der Plattform, worauf ihr spielt. Denn das kommt natürlich für verschiedenste Konsolen raus und auch für den PC. Das Schöne ist, warum ich mich auch so auf Cyberpunk freue, ich bin ja ein Totalverweigerer, wenn es um DRM geht, also um digitales Rechtemanagement. Ich spiele grundsätzlich nichts, was ein DRM hat. Also nicht mehr, früher habe ich das gemacht.
weil ich möchte, dass ich über das Spiel verfügen kann, wie ich Lust dazu habe und nicht abhängig bin von irgendeiner Internetverbindung. Deswegen bin ich ein großer Freund von GOG.com, also Good Old Games. Und liebe Gamestar, es heißt nicht GOG, es heißt GOG, es heißt Good Old Games. Ja? Ich weiß nicht, warum ihr immer GOG sagt, ist mir schleierhaft. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, es ist kein Gockel. Ja? Es ist GOG, Good Old Games. Und da sind die Spiele ohne DRM. Ja, das ist das Schöne. Ich brauche hier übrigens gerade dieses Farbwahlrad. So sieht es aus. Abgespaced und da kann man dann die Farbe für die App auswählen. Das einzig Interessante daran ist dieses Coral-Teil hier. Ansonsten finde ich das relativ sinnfrei. So, also. Da hole ich mir meine Spiele bei GOG. Ich habe mit Steam angefangen, als es damals rauskam und habe es sofort hassen gelernt. Deswegen habe ich mit Steam nichts am Hut. Aber wir wollten zurückkommen zum Thema Konsole. Und ich würde gerne von euch wissen, wie haltet ihr es denn so? Wo spielt ihr denn? Ich spiele seit Jahren schon immer am PC. Die einzige Konsole, die mir in die Finger gekommen ist, ist die Super Nintendo bzw. Mini SNES. Und mich würde interessieren, was haltet ihr davon? Spielt ihr lieber am PC? Was ist mit diesem Ganzen? Ein Spiel kommt raus und dann wird es für Konsolen optimiert und dann leidet der PC oder die Konsole leidet, weil irgendwie die Hardware-Generation nicht auf dem gleichen Stand ist. Vielleicht, wenn ich euch das jetzt erzähle, denkt ihr so, hä, was erzählt der? Wenn euch das nicht interessiert, dann seid ihr im falschen Unboxing-Video. Also, das ist das, was mich interessiert. Und wo bin ich jetzt? Hier bin ich jetzt. Also, das würde mich interessieren, weil ich persönlich, für mich existieren die Konsolen nicht in meiner Wirklichkeit, in meiner Spiele-Realität. Das ist so, wofür brauche ich eine Konsole? Eine Konsole ist so, dafür brauche ich einen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher, ich habe nur einen PC. Und ich möchte vielleicht nachher auch irgendwie in dem Spiel irgendwelche Mods laden und möchte irgendwas verändern, möchte das irgendwie nicht von der Disk spielen. Das ist ja für mich auch entscheidend, dass ich nicht irgendeine Disk einlegen muss, nicht irgendein Programm, irgendeine Plattform starten muss, wo das dann herkommt. Ich möchte halt die Kontrolle darüber haben, was mit diesem Spiel passiert. Ja? So, und das würde mich interessieren, wie handhabt ihr das? Ist euch das vermutlich egal? Die Jüngeren unter euch wird es völlig egal sein, wenn ihr sagt, ich will das aktuelle Spiel spielen. Und das ist mir egal, welche Hürden mir da an den Weg gelegt werden. Was ich verstehen kann, ja, ist eine Variante. Ich persönlich mag das nicht so gern. Ja, ich habe meine Spielesammlung auch gesichert und wenn dann tatsächlich mal das Internet beschließt, nicht zu funktionieren, was durchaus vorkommt, es ist nicht jeder in einer deutschen Großstadt, wo das Internet sehr gut ist, dann habe ich meine Spiele noch. Und ich kann sie vor allem rausziehen, so wie ich Lust dazu habe, muss sie nicht immer wieder runterladen. Oder, also das ist halt auch irgendwie so eine Philosophiefrage, da ich eben es gewohnt war, schon seit Zeiten von Windows 95, habe ich regelmäßig mein Betriebssystem neu aufgespielt. Einfach, wenn die Betriebssysteme kommen, kommen sie mit einem Haufen, da gibt es einen tollen Begriff dafür, wie heißt der gleich? Heißt der Trashware? Ich weiß es nicht genau. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Also sozusagen, der kommt mit einem Haufen Schrott. Das ist mein Fakt. Also ihr kauft einen neuen PC, da ist Windows drauf installiert und das ist eine Windows-Version mit einem Haufen Schrott. Und ihr müsst erstmal eigentlich, jetzt habe ich hier eine Kapuze vergessen. Hier, unser Kollege braucht eine Kapuze. Aha. Müsst erstmal Windows runterschmeißen und es dann neu installieren, und zwar clean installieren, ohne dass ihr diesen ganzen Müll mitbekommt, den Microsoft oder der PC-Hersteller, Vertreiber meint, euch mitgeben zu müssen. Denn es ist Fakt, meine lieben Leute, wenn ihr das macht, habt ihr mehr Leistung. Das ist auch heute noch so, denn zusätzliche Programme drosseln die Leistung. So ist das. Von daher war das für mich immer ganz normal. Ich installiere mein Windows neu und deswegen war das für mich auch gar keine Frage, dass ich das mit jedem Windows weitermache, dass ich das dann immer frisch installiere. Und so das Maximale, wo ein Windows bei mir drauf ist, glaube ich sogar tatsächlich jetzt, weil es keine Notwendigkeit gibt, weil ich ehrlich gesagt ein sehr, sehr großer Fan bin von Windows 10. Das läuft ohne Probleme durch, ohne dass es auch nur einmal ein Update gemacht hätte. Ich entscheide selbst, wann ich eine neue Version einspiele. Dafür gibt es Mittel und Wege im Internet. Ja, deswegen ist es für mich auch gar kein Problem, Sachen sozusagen immer wieder neu einzuspielen. Das ist normal. Ja. Also empfinde ich als normal, klar. Aber ich mache sowas auch gerne und man lernt bei sowas auch ganz viel. Denn der
unangenehme Nebeneffekt ist, dass die meisten Leute heute oder sehr viele Leute gar nicht mehr so genau wissen, was sie machen sollen, wenn sie ein erhebliches PC-Problem haben. Dann holen sie irgendjemanden, der ihnen da helfen kann. Aber das mal selber zu machen und zu gucken, was kann ich denn machen, um das Problem zu lösen. Und tatsächlich, so ein Clean Install löst ganz viele Probleme. Ja, nicht alle, aber oft ist es tatsächlich so, zeitökonomisch ist es viel, viel interessanter zu sagen, wir installieren jetzt Windows neu, anstatt ewig zu suchen, wo könnte denn das Problem liegen. Ja, und wenn man seine Daten schön abgelegt hat und weiß, wo die wichtigen Nutzerdaten sind, dann ist es auch gar kein Problem, sowas mal schnell zu machen. Thema, wo lege ich meine Daten ab? Ja, weiß ich überhaupt, wo meine Daten sind? So. Tüte 2. So. So, ich sehe ein für mich neues Teil. Sehr spannend in Dark Orange. Das ist so eine Tresortür. Bettpfanne, keine Bettpfanne. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Dunstabzugshaubenteil, was aus so zwei Ladeflächen geformt war beim Diner. Das wirkt hier so ein bisschen wie aus den zwei ein Teil gemacht. Das ist ganz spannend. Hier ist, glaube ich, der Umhang drin für den El Fuego. Und noch jede Menge Kleinzeug. Das ist sowieso hier eine witzige Figur. Die sehen wir gleich, wenn ich sie baue hier. Das ist ein Skelett mit einem neuen Kopf oder für mich neuen Kopf. Also neu ist ja immer relativ. Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, sind für mich neu. Und ich habe ja längst nicht alles gesehen, was es so in der Lego-Welt gibt, weil ich ja auch sehr beschränkte Interessen habe hier. Also zum Beispiel Star Wars und sowas, wisst ihr, interessiert mich nicht. Oder auch irgendwelche anderen abgefahrenen Lizenzthemen. Das heißt nicht, dass mich das nicht vielleicht mal irgendwann interessiert, aber im Moment interessiert es mich nicht. So, ach so, den Umhang muss ich natürlich vorher drauf machen, das soweit hätte ich denken können. Das ist dann wieder hier auch ein Kandidat für unser Minimix. Der wird dann irgendwann im Minimix auftauchen als interessante Minifigur. Dieser rote Umhang kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht mal noch interessant wird. Wenn der in gutem Zustand ist, das ist ja oft so, dass so diese Umhangteile, die verschwinden dann oder gehen kaputt. Und das finde ich hier ein putziges Kerlchen. Ja. Das wirkt so ein bisschen wie so einer, der aus der Kanone rausgeschossen wird. Ja. Vermutlich ist es das auch. Ja. Ganz putziges Kerlchen. So. Dann. Ha. Geht es jetzt groß weiter? Nicht groß weiter, es geht weiter mit großen Formteilen. So hier, so Burgteile. Das sind interessante Teile in diesem Set, die auch vielleicht in der Burg mal hier bei mir zum Tragen kommen werden. Es sind natürlich nicht viele Teile drin, klar. Aber immerhin, ein roter Pillar. So, wir waren beim Thema Konsole versus PC. Für mich ist da völlig klar, wer da gewinnt. Einfach allein aufgrund der Flexibilität. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, ja, der PC wird sterben. Ja, weiß nicht. Interessiert mich jetzt nicht so, habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass das passiert. Ja, also schreibt doch mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. So, ganz viele tolle von diesen Zaunteilen in Dark Pearl Grey ist das, glaube ich. Ja, das kommt hin. Also, so, was gibt's noch? Worüber können wir heute noch reden? Ich habe hier ein paar Themen stehen. PC gegenüber Konsole war eins. Was gibt's noch Interessantes, was mir noch gekommen ist, was vielleicht noch interessant ist, ist Thema, wie baut ihr Mocks? Das würde mich auch mal interessieren. Baut ihr Mocks, indem ihr einfach losbaut? Konzipiert ihr das Ganze? Habt ihr vorher irgendwie so eine Zeichnung? Wie macht ihr das? Würde mich interessieren. Ich kann euch erzählen, wie ich Mocks baue. Ich habe dann so eine Idee. Ich kriege eine Idee und ich sehe dann im Prinzip das fertige Gebäude. Im Wesentlichen so vor dem inneren Auge, geistigen Auge, wie auch immer. Und mache mir dann tatsächlich eine Grundrisszeichnung. Weil ich gehe da relativ systematisch vor. Ich möchte meistens so auf einer 32x32er Platte bleiben oder auf einer Platte 32x32 plus 32x16, wenn es große Mocks sind. Oder eben bei den kleinen Mocks, bei den Mini Medieval Modulars, ist das ja quasi vorgegeben durch die Größe der 16x16er Platten, ist ja auch klar. Und dann, wenn ich sozusagen den Grundriss habe und eine ungefähre Vorstellung, wie das ganze Ding aussehen soll, dann baue ich einfach nach oben. Ja. Und währenddessen habe ich mein Studio offen und Studio 2.0 von Bricklink und füge quasi die immer wieder in größeren Abschnitten die Bauabschnitte ein. Das hat eben den Vorteil, gerade bei großen Mocks, wenn ihr sie baut, dann
müsste sie sonst wieder komplett auseinanderbauen, um eine Anleitung bauen zu können. Und ich finde tatsächlich die Anleitung so das Wichtigste bei der ganzen Sache. Das ist meine Dokumentation des Baues. Ich müsste hier übrigens ständig irgendwelche Aufkleber kleben, mache ich natürlich nicht. So. Also steinetechnisch hat sich das hier echt bewährt, finde ich. Das sind hier einige gute Teile drin, die sich gut verwenden lassen. Da habe ich, glaube ich, was richtig gemacht, eine Ausnahmsweise. Genau, und wenn dann das Mock fertig ist, oder wenn ich glaube, dass es fertig ist, wenn ich es fertig gebaut habe, dann wird optimiert. Und optimiert wird zunächst mal dadurch, dass ich die Anleitung in Steps unterteile, weil ich mache das ja nicht gleich in Steps, wenn ich das eintrage, oder zumindest nicht in kleine Steps, sondern in große Steps. Das sind dann halt große Bauabschnitte, und da muss man es erstmal in kleine Steps unterteilen. Und wenn man das macht, muss man das komplette Gebäude digital auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. Da habe ich dann halt zwei Tabs offen in Studio 2.0 und kopiere mir die Teile immer stepweise rüber. Und dann treten meistens schon die ersten Dinge auf, die man optimieren kann und optimieren muss, weil eben da irgendwas so nicht funktioniert oder besser anders funktioniert. Und dann wird es dann effizienter, es fliegen Teile raus. Das ist ja auch ein wichtiger Schritt, dass Teile rausfliegen, da wird es nämlich billiger. Das freut mich dann immer sehr. Oder man findet halt einfach raus, wie man das mit weniger Teilen hinkriegen kann oder mit anderen Teilen. Da muss man ein bisschen wissen, was es für Teile gibt, und vor allem auch immer schauen, was sind das für Teile, wie teuer sind die Teile. Denn wenn ich einen Mock raushaue, möchte ich ja auch, dass das jemand bauen kann und dass der es bauen kann mit aktuell verfügbaren Teilen und nicht mit Teilen, die irgendwie 20 Jahre alt sind und die ihnen ein Vermögen kosten. Und ich kann euch sagen, es gibt immer eine Variante, das zu lösen mit billigen Teilen oder billigeren Teilen. Manchmal muss man dann halt vielleicht so einen Kompromiss machen. Und dann wird es vielleicht an der Stelle ein bisschen teurer, dann muss man vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen runtergehen. Und das ist, finde ich, auch gut, dass man das macht, weil gerade wenn das dann ein paar tausend Teile sind bei einem Mock, das baut am Ende keiner, wenn es zu teuer ist. Das bauen vielleicht die haben eine große Teilebasis, die können das machen. Aber ich denke, das haben relativ wenige. Und es ist ja schön, wenn es ein attraktives Mock ist. Und meine Mocks, die großen, sind sowieso zu groß. Das ist mir dann auch irgendwann aufgegangen. Das waren halt Mocks, die großen, die ich gebaut habe, weil ich Bock drauf hatte. Aber an und für sich waren die zu groß. Ja. Ich würde empfehlen, das ist auch gut, wie Lego Ideas das macht, baut Mocks im Bereich bis zu 3000 Teile. Das halte ich für sinnvoll. Darüber hinaus steigt die Gefahr, das Risiko, dass das einfach kein Mensch baut. Und ja, dann habt ihr Spaß gehabt. Aber ich finde es irgendwie cool, wenn auch irgendjemand eure Mocks baut. Und vielleicht verdient ihr auch was auf Rebrickable damit, wenn ihr eure Anleitung vertickt. Ja? Ist ja auch eine Option. So, wie muss das jetzt hier drauf? Ist mir gerade nicht so ganz klar. 2, setzen wir erst das Teil drauf. Da haben wir was vergessen. Ja. Also, und dann ist die Anleitung da. Und dann baue ich es nochmal mit der Anleitung. Und wenn man das dann mit der Anleitung nochmal gebaut hat, dann fallen einem Fehler auf. Und das ist ganz wichtig, dass man dann die Fehler auch nochmal ausmerzt. Vor allem sieht man dann solche Sachen, wie dass man in irgendwelchen Bauschritten in irgendwelche Teile nicht sieht. Das kommt ja immer mal wieder vor, auch in guten Anleitungen, dass Teile dann oben drin stehen in der Liste der in diesem Bauschritt zu verbauenden Teile. Aber man sieht es nicht, wo gehören die denn jetzt hin? Ja, und das liegt dann schlicht daran, dass sie verdeckt sind. Und das findet man eigentlich nur raus, indem man das baut. So viel zum Thema übrigens, wie aufwendig das ist, ein gutes Mock zu bauen. Das ist durchaus sehr aufwendig, abhängig davon, wie viele Teile das enthält. Ja. Das macht man natürlich gerne, das macht man, weil man Bock drauf hat, weil man Spaß dran hat, aber das geht nicht so schnell. Und ein Mock digital zu designen, ja, halte ich nicht viel davon. Das merke ich immer wieder, wenn ich hier solche Sachen im Review habe, wenn es nur digital designt wurde. Das merkt man sehr, sehr klar, wenn dann Sachen völlig instabil sind. Das ist so für mich das No-Go, wenn dann irgendwelche Massen an losen Teilen rumhängen oder wenn es schlicht einfach nicht funktioniert. Weil Studio macht manchmal auch Fehler, gibt es Glitches, und dann entstehen da quasi, kann man Teile platzieren, wie man sie in der Realität nicht platzieren kann. Und dann ist das quasi ein Glitch. Und das merkt man dann halt nur, dass das ein Glitch ist, wenn man das dann einfach mal baut. Genau. So, dann hier, genau, kommt noch ein Teil hin. So, wir haben übrigens, die Anleitung hat 120, bisschen mehr wie 120 Seiten. Aber tatsächlich, die tollen Teile werden hier nicht weniger. Es hat immer wieder hier tolle Teile. Ich kann dieses Set allein vom Teile-Standpunkt her
empfehlen. So, jetzt dürfen wir hier offensichtlich die Tür bauen. Das wird interessant. Das ist ein großes Teil. So, also so baue ich Mocks. Und was ich dann noch mache, dass ich die Anleitung tatsächlich drucken lasse. Weil ich das einfach schöner finde, wenn man eine Anleitung vor sich liegen hat und nicht mit einem PDF arbeiten muss. Und da habe ich hier eine Druckerei vor Ort, mit der ich das mache. Ja. Genau. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich euch das schon mal erzählt, vielleicht gibt es schon mal ein Unboxing-Video dazu, wie man Mocks macht, dann war das vielleicht jetzt hoffentlich ein bisschen ausführlicher als das letzte Mal. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, nichts, was schnell geht und ich würde euch auch Mut machen, das mal auszuprobieren, dass ihr tatsächlich auch eine gewisse Wertschätzung dafür entwickelt, was so ein Mock auch wert ist, wenn jemand das tatsächlich dann veröffentlicht für ein paar Euro. Und wenn die Anleitung dann 15 Euro kostet für einen, oder 10 Euro für ein paar tausend Teile-Set, dann ist das in den meisten Fällen, wenn es gute Mocks sind, auch nicht zu viel. So, hier unsere Gefängnistür. Sieht sehr, sehr schön aus, gefällt mir sehr gut. Also dieses Set hinterlässt jetzt schon einen sehr positiven Eindruck. Wegen den Teilen, wegen der Idee. Es ist eine Spielkulisse, ja. Ich werde das natürlich dann auch ins Review befördern, keine Frage. Aber das hier ist auf jeden Fall ein lohnendes Set. Also ich mache euch Mut, probiert doch mal einen Mock zu designen. Fangt mal kleiner an, wenn ihr keine Lust habt, darauf das groß zu machen. Und probiert euch mal reinzuarbeiten in Studio. Also Studio ist eine ganz, ganz, ganz tolle Software. Ich finde es richtig klasse, dass es solche Software gibt, dass es Leute gibt, die sowas programmieren, sich da Zeit dafür nehmen. Oh, jetzt habe ich eine Schiebetür, die ist auch ganz schick. Ja, da geht's auf. Und die ist kostenlos. Also, was kann man mehr wollen als eine Design-Software, die kostenlos ist? Und da kann man jetzt drüber meckern, dass es inzwischen ja alles zu Lego gehört und so, Bricklink und so. Aber ich finde, das Ding gibt's noch, das Ding funktioniert. Das ist klasse. So, jetzt sind wir hier gleich durch. Wir bauen gerade noch eine zweite Schiebetür. So, und dann sind hier nur noch Ersatzteile. Und die zweite Schiebetür geht von der anderen Seite genau gegenläufig hier rein. So, in diese coolen Schienen. Und da muss ich da ein bisschen hochgehen. Ja, so. Also, Schiebetüren gehen auf und zu. Das sind dann diese roten Balken hier. Und die Tür geht, wenn man es nicht sich zu blöd anstellt, auch auf. Ja, ach so, ich muss es in die andere Richtung aufmachen. So, funktioniert 1A. Sehr schön. So, und dann kommen wir zur dritten Tüte. Ah, da darf ich noch einen Kerl bauen. So. So, dritte Tüte, drittes Lego-Thema für heute. Ah, hier wieder die nächsten tollen Teile. Die gab es auch in der Hidden Side Burg. Dazu habe ich ja übrigens auch ein interessantes Video gemacht. Ein Mock zur Hidden Side Burg. Habe ich mich selber gechallenged, falls ihr das noch nicht kennt. Die Lava Bastion habe ich aus zwei Hidden Side und zwei Ninjago Sets ein Mock gebaut, was auch vom Preis her überschaubar zu realisieren ist, weil die Sets sind relativ günstig. Wenn euch das gefällt, das ist eine Burg, die ist nicht ganz so toll wie meine anderen, wie ich finde. Aber es ist doch ganz ordentlich geworden. Es hat auch Spaß gemacht. Also da hat Hidden Side auch Stärken. So ein kleiner Hund, sehr süß. Das ist auch ein toller Hund, den man mal woanders noch unterbringen kann. Und ein Security Guard mit einem Funkgerät. So. Also vier Figuren, zwei Tierchen in diesem Set drin. So, drittes Thema für heute. Jetzt muss ich den Kollegen nochmal umdrehen, dass ich hier nicht irgendwie verkehrt rumbaue. Habe ich mir überlegt, wie hat sich denn euer Verhältnis zu Lego durch Corona verändert? Ich habe tatsächlich durch Corona nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob das dadurch bedingt war, aber hat das Ganze nochmal so einen richtigen Boost erlebt hier. Und ich habe auch den Eindruck, dass das vielen anderen so geht, denn die Verfügbarkeit von vielen Sets ist ja in Zeiten von Corona gerade alles andere als gut. Man muss schnell sein, wenn man was haben will. Das habe ich jetzt erst wieder erlebt beim Kolosseum, wie unterschiedlich das sein kann. Ich hatte bei anderen Sets dann den Eindruck, ja, die werden gar nicht gekauft, die sind zu teuer. Und das Kolosseum hatte ich jetzt auch gedacht, ja, das wird jetzt gar nicht so viel gekauft. Das waren auch in den Foren zum Teil dann Aussagen, wo man jetzt nicht vermutet hätte, dass das so viel gekauft wird. Aber tatsächlich war dann der erste Rutsch Kolosseum
Kolosseen relativ schnell weg. Und die Leute müssen wohl Zeit und Geld haben, da jetzt Lego zu bauen, auch bei teuren Sets. Was ich auch verstehen kann, wenn man seinen Skiurlaub schon nicht machen kann, dann baut man vielleicht auch mal für 500 Euro ein Lego-Set und baut es vielleicht nach einem Mox auseinander. Ich bin da übrigens sehr, sehr gespannt. Thema Kolosseum wird uns hier auch beschäftigen. Ein Kolosseum ist bestellt und wird hoffentlich bald hier auf- und einschlagen. Das werde ich dann aufbauen und es gibt mindestens ein hochinteressantes Alternative Build für das Kolosseum, was ich euch dann natürlich präsentieren werde. Keine Frage. So, dann darf ich hier noch ein paar Ranken und Blätter anbringen. Also, wie hat es bei euch denn, hat denn Corona das Ganze beeinflusst, verändert? Das Lego-Bauen würde mich wirklich interessieren. Also, durch Corona entsteht natürlich auch viel Zeit für sowas. Man ist gezwungen, drin zu bleiben und sich mit dem zu beschäftigen, was man halt zu Hause hat. Und Lego finde ich da eine ganz tolle kreative Idee. Und sich jetzt von Fernseher zu knallen und Binge-Watching zu betreiben, ja, eher nicht. Also Netflix und Co. habe ich auch schon mal was drüber erzählt. Ich stehe nicht direkt auf Kriegsfuß damit, aber ich muss sagen, dass es mich langweilt, auch Amazon Prime. Ich habe tatsächlich diesen Monat mal wieder einen Monat Prime-Abo laufen. Ich habe dazu mal in einem anderen Unboxing ja auch was erzählt, dass ich das immer nur monatlich mache, je nachdem, wo es denn interessante Filme gibt, lasse dann so ein paar Filme zusammen auflaufen für meine Watchlist. Und das habe ich tatsächlich aktuell wieder. Ich habe auch eine gut gefüllte Watchlist, aber ich baue ehrlich gesagt viel lieber Lego, als mir irgendwelche Filme zu geben auf Amazon, die mich eher langweilen, ganz ehrlich. Also kreativer Umgang mit Langeweile halte ich für eine gute Idee. So, hier müssten auch Aufkleber drauf. Auf diese Schilder, die ich hier gerade dran gesetzt habe. Das ist, ja, verzichtbar, definitiv. So, weiter geht's mit unserem Gefängnis hier. Aber, aha, so geht's weiter. Jetzt, genau, jetzt haben wir hier offensichtlich noch ein Turntable. Ich war kurz irritiert. So. Also, ich hoffe, dass diese ganze Corona-Zeit trotzdem mal in absehbarer Zeit auch ein Ende findet. Ich denke, da wird es euch ähnlich gehen, denn man kann sich natürlich eine ganze Weile damit beschäftigen, aber wenn man dann kaum noch Kontakte hat, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, ob ihr euch dran haltet an die ganzen Regeln. Ich finde, es ist eine gute Idee, sich dran zu halten. Wird es natürlich dann auch irgendwann langweilig. Wie baut ihr eigentlich Lego? Das würde mich auch interessieren. Baut ihr alleine Lego? Baut ihr zusammen Lego? Ich baue tatsächlich weitgehend natürlich für die Videos alleine Lego. Beim Kolosseum hat mir jetzt meine Frau versprochen zu helfen. Das wird sehr, sehr spannend werden, vor allem, weil es da ja auch viele sich wiederholende Arbeitsschritte gibt. Da bin ich dann ganz dankbar, dass ich das nicht alles alleine machen muss. Und bin schon sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Die Teile sind auf jeden Fall so, dass sie hoffentlich auch mein schon länger liegen gebliebenes großes Burgmock-Projekt mal ein bisschen vorantreiben. Da gibt es ja hier schon Grundplatten und Felsenstücke, die darauf warten, verheiratet zu werden mit anderen interessanten Steinen, aber bisher kam es nicht dazu, weil schlicht und ergreifend die guten Ideen gefehlt haben. Aber ich glaube, das Kolosseum wird da jetzt ein wenig befruchtend drauf einwirken können. So, diese Spinnenbeine hier, oder ne, Spinnenbeine, diese Knochen hier, die erinnern mich sehr stark an Hiddenside. Nicht Hiddenside, Entschuldigung, an Ninjago. In Ninjago, das ist ja Hiddenside. In Ninjago gibt es nämlich dieses Verlies des Totenkopfmagiers und da sind die auch als Deko eingesetzt. Also das ist hier so eine Kralle, die kommt hier raus. Wie schrecklich. Finde ich alles ehrlich gesagt reichlich verzichtbar. Mir geht es hier tatsächlich um die Teile. Ja, also Corona hat sicherlich dafür gesorgt, dass Lego deutlich mehr Umsatz macht. Und ja, ich habe aber den Eindruck, dass tatsächlich jetzt im Vergleich zur ersten Welle Lego ein bisschen besser darauf vorbereitet war. Und das ist ja auch, denke ich, für die Lego-Fans und für Lego gut, wenn sie entsprechend den Bedarf decken können, der ja offensichtlich besteht an Sets und an Steinen. Ich habe jetzt tatsächlich aufgehört, Steine über Lego-Steine und Teile zu bestellen, selbst wenn sie ein bisschen günstiger sind, weil die Lieferfristen zum Teil abenteuerlich sind. Also ich kriege schneller Steine aus Lettland oder Russland als Steine von Lego, wenn ich sie über Pick-a-Brick bzw. Steine und Teile bestelle. Das ist ein bisschen unterschiedlich zum Teil von den Lieferfristen da.
habe ich, glaube ich, auch schon mal was drüber erzählt. Und wenn man dann eben gewisse Termine einhalten möchte, wenn es auch um gewisse Videos geht, dann ist das nicht so eine gute Idee. So, das ist hier eine interessante Technik, einen Turm zu bauen. Das muss ich mir merken, das ist sehr minimalistisch, aber es ist stabil hier. Ja, das ist ein Turm mit Dach. Ja, ist er scharf? Ja, genau. Und das ist hier einfach nur mit quasi zwei Gelenken realisiert. Und der ist drehbar. Das ist eine coole Idee. Und da kommen dann die Krallen hier hinten raus. Also in gewissen Rahmen ist er drehbar. So, und davon bauen wir jetzt offensichtlich noch einen zweiten. Und dann sind wir hier, denke ich, fast durch. Dann müssen wir noch ein paar Blätter anbringen. Und dann haben wir hier dieses schöne Gebäude hinter uns. Also es hat tatsächlich was von einer Burg, finde ich, durch die ganzen verbauten Steine. Und macht tatsächlich Lust drauf, hier das auch mal zu umzubauen. Unter Umständen in einen Mock. Ich werde das sicherlich nicht machen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen von euch, der dadurch jetzt eine Inspiration findet. Mir ist das dafür ein bisschen zu klein, das Set. Ich bin nicht so gut drin, glaube ich, mit zu wenig Möglichkeiten zu arbeiten. Ich bin inzwischen auch abgekommen zu sehr von diesem Alternative Builds machen. Es hat einmal Spaß gemacht, aber das macht, finde ich, nur mit genug Teilen Spaß. Ich habe das dann auch mal probiert, ja, mit den vier Sets, und dann waren dann 1000 Teile übrig und fand ich mich selber jetzt nicht so effizient, muss ich sagen. So. Also, wir sind jetzt hier tatsächlich offensichtlich in den letzten Zügen von diesem Set. Wenn ich es schaffe, alle Teile richtig anzubringen. Der zweite Turm ist ein bisschen anders von dem, was verbaut wird. Hier auch sehr, sehr schön. Dieses Teil ist ein älteres Teil, aber in Dark Green auch eine prima, entweder Wasserpflanze oder Kaktus oder sowas. Kann man ganz verschieden einsetzen. Hier dürfen wir jetzt noch ein Suchlicht offensichtlich einbauen. Ja, hatte ich so auch noch nicht die Konstruktion. Ist eine super einfache Konstruktion. Manchmal denkt man auch zu kompliziert, wenn man baut. Also geht es mir zumindest so. Wenn man nicht alle Teile kennt, die Lego so hat, dann baue ich manchmal zu kompliziert. So, ah ja, das ist ein ganz anderer Turm. Und jetzt dürfen wir noch ein paar Zäune verteilen. Ein paar Begrenzungen hier. Die lassen sich auch unter Umständen in der Burg unterbringen. Muss ich mir noch überlegen, wie. Und da habe ich was vergessen. Das ist offensichtlich noch was auch zur Tür gehört oder vielleicht. Und jetzt kommt noch eine Palme. Ich baue gerade Mocks von oder Alternative Builds von der Barracuda Bay ein paar. Mich ständig dabei, diese Palmen da umzubauen und neu zu bauen. Und die sind tatsächlich so, wenn man die ein paar Mal gebaut hat, es ist einmal immer das Gleiche und dann ist es einfach nicht so stabil. Also da würde ich mir tatsächlich irgendwas Stabileres wünschen. Vielleicht ist das ja hier sogar stabiler. Das ist hier die grüne Platte mit dem Loch. Und diese Palmwedel machen wir jetzt hier dran. So, und dann haben wir es. Das ist hier, steckt hier hinten drin in dem Brick mit dem Achsloch. So, also platzieren wir mal unsere Figuren hier oben. Security Guard, Handyman und unser Skelett stellen wir da oben hin und unseren anderen Kollegen in den anderen Turm und unser Hündchen und unser Geisterhündchen, unser normales Hündchen, die stellen wir da vorhin. Also, das war jetzt ganz kurzweilig. Dieses Set hat mich tatsächlich wieder mal positiv überrascht. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, zuzuschauen und zuzuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch die Daumen hoch, lasst ein Abo da, noch besser. Und dann sehen wir uns vielleicht beim Review oder bei einem anderen Video zu einem anderen Thema, einem anderen Mock oder Alternative Build auf meinem Kanal auf Mockscout.